Es ist sehr, sehr professionell gemacht. Als wir das erste Mal gehört haben, Kalka, da hatten wir keine wirkliche Vorstellung davon, was uns hier erwartet. Und ich glaube, wir haben am Anfang überlegt, machen wir das nicht. Nee, wir machen nicht, aber wir gehen gucken. Und zwei Tage später haben wir gesagt, wenn alle denken, wir machen nicht mit, aber wir gehen mal gucken, dann gibt es nicht so richtig viel zu sehen. Und als wir dann überzeugt waren, dass wir mitmachen, haben wir uns auch ein bisschen engagiert, dass es gut wird. Weil ich finde, unsere Branche, Binnenschifffahrt, steht oft genug nicht richtig im Fokus der Öffentlichkeit. Und wenn wir dann schon was machen, dann muss es gut sein. Was hier gelingt, ist eine schöne familiäre Geselligkeit hinzubekommen. Eine Branche, die klein ist, die sich auch kennt. Und die Kombination aus der Infrastruktur, die einfach da ist. Wir haben hochmoderne Messehallen, die eine professionelle Messe garantieren. Wir haben in unmittelbarer Nähe die Schlafmöglichkeiten mit der Hotelkapazität. Und wir haben gestern Abend noch die Gelegenheit gehabt, eine Netzwerkparty zu feiern, Dock and Rock. Und wenn man das Ganze als Konzept zusammenpackt, ich glaube, dann haben wir genau das erreicht, was die Branche braucht. Sich sehen, es menschen lassen und bei zwischenmenschlichen Beziehungen auch dann Geschäfte miteinander machen. Wir haben qualitativ den Zulauf, den wir uns erhofft haben. Erwartung ist ja mal das eine, aber wir haben es uns erhofft und ich habe heute gehört, es sind 1968 Besucher gestern gewesen. Und wir haben sehr, sehr interessante Erstgespräche geführt, wir haben Kundenkontakte vertieft und darauf werden wir aufbauen. Ja, das Besondere an dem Motor ist natürlich, es ist ein Gasmotor, es ist ein LNG-Motor und wir sehen einfach, dass das Gas der Brennstoff der Zukunft ist, auch in der Binnenschifffahrt. Und das ist von uns das Statement, diesen Motor hier zu zeigen. Und mit welchen Leistungsdaten können Sie ihn denn anbieten? Den Motor gibt es in drei Varianten, als 8, 12 und 16 Zylinder und hat eben 400, 600 oder 800 kW. Ich muss sagen, wir haben sehr viele natürlich bekannte niederländische und deutsche Kunden, aber doch auch viele neue deutsche Kunden. Ich bin sehr optimistisch über diese Messe. Und Sie kommen wieder, falls es das im nächsten Jahr wieder gibt? Ja, sicher. Also wir wollen diese deutsche Messe hier unterstützen, weil wir einfach denken, in der Binnenschifffahrt, es ist gut, dass es das auf deutschem Boden jetzt auch gibt und wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr da.